Herzlich willkommen und schönen guten Tag zu Ihrem AIDA Primetime Magazin. Heute mit einem ganz besonders tollen Kandidaten bei Wer wird Millionär? Er spielt um die Millionenfrage. Dann unsere Kadetten. Ganz, ganz spannendes Thema. Und als letztes habe ich für Sie noch den Sprung über den Polarkreis. Wenn wir Wer wird Millionär spielen an Bord, dann ist es genauso spannend wie im Fernsehstudio. Und wenn man dann noch einen Kandidaten wie Joachim hat, der es wirklich auf die Spitze treibt, dann ist es ganz besonders toll. Und ganz ehrlich, wenn ich eines Tages bei Wer wird Millionär mal Kandidat sein sollte, Joachim ist mein Telefonjoker. Viel Spaß! Schön, dass Sie hier sind, meine Damen und Herren. Ich bin sprachlos, das kommt auch nicht oft vor. Wollen wir die Frage angehen? Yes. Ja, Mann, hier ist sie. 64.000 Punkte. Auf geht's. Wie viele Mitglieder? 7. Hier kommt sie. Die Frage für 500.000 Punkte. Das ist ja einfach. Dann war das, waren das Armstrong und Aldrin, die sind am Mond gewesen und Michael Collins war derjenige, der drumherum geflogen ist. Deswegen Michael Collins A. Michael Collins. Einloggen, ja oder nein? Ja, ja, klar. Ja, klar. Dann jetzt loggen wir wissen, bitte. Jetzt will ich es wissen. A, Michael Collins ein. Millionen Punkte. 14 Tage Karibik. Für 2 Personen in der Balkonkabine. Mhm. Auf geht's. Hier ist sie. Die Frage für 1 Million Punkte. Major Cajueiro dem Domundo ist ein brasilianischer A. Fluss. B. Baum. C. Freizeitpark. D. Berg. Also ich denke, also nochmal, also die Überlegung, nicht? Also wenn das der größte Freizeitpark der Welt ist, gut, das mögen die auch immer anders interpretieren, dann wird man es ja irgendwie schon mal gehört haben. Nee, ich weiß es einfach nicht. Ich weiß es einfach nicht. Ihre Entscheidung bitte jetzt. Ich bleibe bei den 500.000. Und der Major Cajueiro do Mundo ist der größte Cashewbaum der Welt. Joachim, das ist Ihr Applaus für 500.000 Punkte. 7 Tage mit AIDA für 2 Personen. Herzlichen Glückwunsch. Super gemacht. Unsere Flotte wächst ja beständig und natürlich brauchen wir an Bord immer Nachwuchs, auch bei den Nautikern. Tim und Volkan sind 2 Kadetten, die jetzt an Bord gerade ihre Ausbildung zum nautischen Offizier machen. Und wir haben sie mal begleitet. Gucken Sie mal. Ich bin der Tim Burgold, ich komme aus einem kleinen Dorf im Leipziger Umland. Mein Name ist Volkan Turan, ich bin 21 Jahre alt, komme aus Frankfurt am Main aus Hessen. Wir beide sind jetzt sozusagen wie Pech und Schwefel. Wir sind seit dem Beginn unserer Ausbildung immer zusammen unterwegs, Basic Safety zusammen gemacht, Segelschulschiff natürlich auch zusammen, den ersten Vertrag zusammen gemacht, die 4 Monate. Und wir sind jetzt auch das einzige Paar von AIDA-Praktikanten bzw. Studenten, was in ihrem zweiten Bordeinsatz nicht gesplittet wurde. Im letzten Vertrag auf AIDA Blue war es so, dass wir die meiste Zeit im Deckdepartment gearbeitet haben. Und das hat angefangen mit der Arbeit auf der Manöverstation, bei der Arbeit mit den Leinen, beim On- und Ablegen, genauso wie das Rausbringen und Sichern der Gangway. Jeder Tag bringt neue Herausforderungen und auch wirklich viele neue Informationen bezüglich aller Sachen, die hier an Bord im Hintergrund ablaufen, welche man sonst gar nicht wahrnimmt.
Im Laufe unseres Praktikums sind wir letztes Mal auch einen Monat im Maschinenraum gewesen. Total faszinierend, die riesigen Maschinen und die riesigen Anlagen zu sehen. Hier bei AIDA sind wir ja viel mehr Menschen als auf einem Frachter und das ist auch sehr schön. Das hat eigentlich jeder auch seine eigene Geschichte, wie er schließlich hier auf AIDA gelandet ist, auf dem Kreuzfahrer, und das ist auch sehr interessant. Meine persönlichen Ziele für die Zukunft ist natürlich das Studium abschließen, als dritter Offizier hier bei AIDA einzusteigen, natürlich dann auch aufzusteigen und so bald wie möglich auch Kapitän eines eigenen Schiffes zu werden. So wie ich eben ins Bild gesprungen bin, sind viele Gäste auf AIDA Sol über die Polarkreisgrenze gesprungen. Mit unserem Entertainment Manager Selina. Gucken Sie mal. Meine Damen und Herren, es ist der absolute Wahnsinn. Es spielen sich Szenen ab. Das glaubt man nicht. AIDA Sol wird gleich über den Polarkreis fahren. Auf AIDA Sol. Wie hat es Ihnen gefallen? Es war unglaublich, unbeschreiblich, super cool. Man hat die Linie nicht gesehen, aber gespürt. Wie hat Ihnen der Polarkreissprung gefallen? Ich bin ganz faszinierend, mir nicht. Hände zittern noch richtig von dem Sprung rüber. Das war Ihr Polarkreissprung auf der Reise. Ein weiteres Highlight haben wir hinter uns und es folgen noch viel, viel mehr. An dieser Stelle sage ich gute Nacht. Und wenn auch Sie richtig Lust bekommen haben auf eine Kreuzfahrt, dann gehen Sie auf www.aida.de oder in Ihr nächstes Reisebüro und informieren sich. Und jetzt habe ich sie für Sie, die Verlockung der Woche. Bitte schön. Wohlfühlen auf AIDA. Das bedeutet, unterwegs zu sein im Indian Summer in Nordamerika. Wir starten unsere Reise in Montreal und fahren zuerst nach Quebec. Unser letzter Hafen in Kanada ist Halifax. Wir machen noch Halt in Bar Harbor und Boston, bevor wir unseren Zielhafen, die Weltmetropole New York, erreichen. Das hier ist meine Fliederblüte der Woche. Und jetzt kommen die Bilder der Woche. Viel Spaß! Das wird schwierig werden. So wie ich ins Bild gesprungen bin. So wie ich eben ins Bild gesprungen bin. So wie ich jetzt ins Bild gesprungen bin, so sind die Kollegen. Nein. So wie ich jetzt ins Bild gesprungen bin, sind die Kollegen. Nein. So wie ich ins Bild springen kann, sind die Gäste auf AIDA Sol über den Kopf. So wie ich ins Bild springen. So wie ich ins Bild springen,
sind die Gäste auf der Jagdschule über den Polarkreis. Das kann man nicht ernst bleiben.